Hey, hey Leute, herzlich willkommen zum sechsten und letzten Teil unseres Display-Unboxings von XY Homofieber. Ja, ich würde sagen, also das Problem ist, ich habe die erste Runde gewonnen, Thorsten die zweite und dritte, ich die vierte und er leider die fünfte. Das heißt, ja. Entweder ich verliere oder ich ziehe noch nach und mache ein Unentschieden. Ich hoffe ja auf Zweiteres. Ich hoffe auf Ersteres, aber... Das glaube ich dir. Okay, dann... Jeder drei Booster, die letzten. Ja. Na dann. Wollen wir einfach sonst die von unserer Seite nehmen und dann ist gut? Nein. Okay, gut, dann nicht. Ich nehme jetzt die von deiner Seite. Ja, ja. Jetzt zieh eins. Du darfst nur eins von mir ziehen. Warte, ich versuche nochmal, obwohl das ist okay. Ja gut, dann kann ich ja... Dann kannst du jetzt die letzte Mal von dir nehmen, ja. Geh weg. Mach deine Hand da weg, die ist voll dick und so. So sieht übrigens ein leeres Display aus. So. So. Dann fang mal an. Oh, ich weiß jetzt nicht mehr. Das erste haben wir. Das erste, ja. Okay. Das und das, das sozusagen. Ja, dann wollen wir mal auf zur vorvorletzten Tat. Ist das jetzt das von mir? Nein. Okay. So. Einsamorte. Quaff, waff. Flagman. Ein Radfatz. Pionskora. Ein Entoron. Ein Tentante. Das hattest du öfter schon. Ein Mogelbaum. Mogelbaum, Mogelbaum. Mogelbaum, Mogelbaum, Mogelbaum. Mogelbaum. Vor allem, es mogelt sich. Guck mal, es mogelt sich echt zwischen anderen Pokémon. Ja, Mann. Stimmt, die Trombock habe ich gar nicht bemerkt. Ja, merkst du was? Ja. Da ist Nameprogramm. Tja. Ein Lorblatt und ein Toptrank und die obligatorische Karte. Ich nehme jetzt das Mogelbaum. Mogelbaum, Mogelbaum. Mogelbaum, Mogelbaum. So. Das erste von meinen Boostern. Ich muss über einen Mogelbaum. Ich denke, das ist machbar. Das ist ein Baum. Ja, du hast Bäume, wie wir ja schon festgestellt haben. Du musst über einen Baum. Muschas. Schallquap, Picolente. Ach Quatsch, da ist doch bestimmt Charmian, Parfi, ein Symbolara. Oh, ein Ho-Ex! Ein fucking Ho-Ex, Leute. Zieht euch das rein. Es geht über den Kartenrand hinaus. Ah, okay. Ah, geil. Ein Arcani. Hätte ich doch deine Seite. Ein Parfiness, ein Symbolara. Und ich würde sagen, das Ho-Ex ist ein bisschen besser als dein Mogelbaum. Oh, hoffentlich wird das ein Unentschieden. Mogelbaum, Mogelbaum. Ach, Mann. Ich hoffe, du kommst jetzt ins Schwitzen. Oh nein, warte, nicht ins Schwitzen kommen. Das letzte Mal, als ich überheblich war, bin ich sofort auf die Fresse geflogen. Aber erst die Folge danach. Ich halte mich mal zurück. Aber erst die Folge danach. Ja, ich weiß, trotzdem. Vielleicht kommt es diesmal schneller. Die Schelle. Die Schicksalsschelle. Ja. Pam Pam. Zur Purze. Limmenim. 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 Traumato. Corazon. Kamaup. Nein! Und ein Tocke. Du Blödsinn! Oh Mann! Oh Mann, ich hab mich so gefreut. Ich dachte, ich lieg vorne. Siehst du, ich hätte nichts sagen sollen. Ein Elevoltec, Fermicula und Pokémon-Fänger. Thorsten hasst mich. Jetzt ist es offiziell. Nein. Ah. Oh Gott. Please. Wenn du jetzt noch eine Ex-Karte ziehst, dann hasse ich dich. Okay, das ist okay. Damit kann ich leben, glaube ich. Ja. Für eine Ex-Karte? Man muss Prioritäten leben. Dafür tue ich alles. Freunde, ein Leben. Ex-Karte. Genau. Ex-Karte. Aigit, Corazon, Radfratz. Zipwurze, ein Gramok, das in Holo und ein geiles Knackrack, das sehr fett aussieht. Oh, das sieht voll brutal aus. Guck dir mal das Gesicht an. Ein Blanas, eine halbstarke, jetzt habe ich auch eine starke quasi. Und das Knackrack ist richtig nice. Also ich würde sagen, jetzt liege ich aber nach vorne, weil die Ex-Karten ziehen gleich und Knackrack ist cooler als Mogelbaum. Mogelbaum, Mogelbaum, Mogelbaum. Also die letzten Booster entscheiden. Das ist von mir, das ist von ihm. Mal gucken, wer jetzt gewinnt. Eigentlich die nächste Ex-Karte entscheidet. Oder... Oder Turbo. Oder Turbo. Oder Mega-Ex. Gibt's eigentlich auch eine Mega ohne Ex? Nee, ich glaube nicht. Komisch eigentlich, ne? Ich glaube nicht. Ich krieg hier schon Panik, ne? Wollte ich nur mal sagen. So, ein Paragoni, ein Enton, ein Pipi, Flegmon, Dramato, Hypno, Radikal, Swarones, Darmhirplex und ein Lamus. Aber Swarunas und Darmhirplex hatten wir noch nicht. Nee. Das Swarunas finde ich cool. Ich mag das
da haben wir Plex auf einmal. Ich finde das hässlich. Echt? Ja. Also ich mag das Pokémon an sich nicht. Ach so. Nicht die Illustration. Ich finde die Nase komisch und dass es immer so müde guckt. Es guckt so genervt. Ja. Fuck everything. Alles nicht. Jo. Was ist denn dein Favorite? Kannst du dich entscheiden? Ja, oh mein Gott, ich will dieses blöde Hypno. Okay, Leute. Letztes Booster Pack dieses Displays. Hiermit wird sich entscheiden, wer gewinnt. Jetzt also ist der Zeitpunkt, wo ihr noch Wetten abgeben könnt. Genau. Richtig, aber ihr müsst kurz auf Stopp drücken, sonst sieht das nicht. Okay, ein Enton, ein Mushas, ein Eliseba, ein Castador, Electek, Paragoni Holo. Oh, Piondragi. Oh. Es ist keine Ex-Karte, aber es war Runes. Und Damierplex habe ich auch. Ich pack's war Runes hin. Ja, was ist denn das jetzt? Muggelbaum. Können wir uns auf Unentschieden insgesamt einigen? Ich würde vielleicht spontan sagen, die da entscheiden. Okay, gut, Leute. Wer hat denn eurer Meinung nach gewonnen? Ihr habt ja sicherlich alle 6 Teile geguckt. Wer hat für euch insgesamt die besseren Karten gezogen? Wer sollte dieses Unboxing quasi gewinnen? Wer liegt vorne? Einfach in die Kommentare schreiben, wenn ihr für ihn stimmt. Ja. Passiert einfach gar nichts. Leere Kommentare. Aber ich freue mich. Hey. Du freust dich nicht. Wenn ihr für mich wählt, ja, dann... Oh mein Gott, wir müssen eine Kampagne starten. Ich bin für Weltfrieden. Ja. Frieden für alle Pokémon. Du hast vorhin noch gesagt, du magst keine Bäume. Die holt sich ab, ist kein Ding. Wow. Ich pflanze nur noch Mogelbaums hin. Genau, nur noch Mogelbäume. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne einen Daumen da und wie gesagt, einen Kommentar, weil wir uns gerade nicht so ganz einig werden, wer jetzt eigentlich die besseren Karten hatte. Ihr entscheidet. Genau, ihr entscheidet das jetzt. Und mal gucken, vielleicht machen wir demnächst nochmal ein Unboxing. Wenn wieder die neue Generation rauskommt, lasst mich vielleicht wieder dazu bereitschlagen, doch nochmal ins Portemonnaie zu greifen. Er verlockt mich immer. Das ist gemein. Okay, Leute, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dann! Bis dann! Ciao, ciao! Ciao!